Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, machen wir direkt weiter mit Metal Gear. Machen wir direkt weiter mit einer Cutscene. Mit einer Cutscene. Schauen wir mal. Hubschrappschrapp. Halt die Schnauze. Nein. Doktor. Cargo's all set to go, sir. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. Launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing. The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! Two bogies closing fast! Scheiße! Two bogies! Let's go! Können wir das kämpfen? Nein. Shit! This is a transport chopper! Our defensive options are limited! Missiles incoming! Das ist nicht schlecht. EMP? Yes, but not strong enough to take out the drone. Here they come. I'll handle this. Raiden, have a nice flight. And people say Germans aren't funny. Wer sagt das? Echt mal. Da verstehe ich aber gar keinen Spaß. Nee, ja. Ah. Der ist gut, ne? Naja, schon. Das ist der neue Vorzeigewitz aus Deutschland. Fahrt, Junge. Boah. Nice. Hey, sehr schön, Alter. Okay. Wow. Meine Güte, das ist eine Szene, du. Ja. Da kannst du 1000 Actionfilme gucken, da siehst du nicht so einen Scheiß. Auch für heute, für Raiden, kein Glück. Reiten. Fuck you, ich bin Roboter. Echt mal. That was quite the fall, Raiden. I'm glad to see that you are all right. It's time you got out of Denver. Oh, was ist denn? Hallo. Willst du mir helfen? Oh. Nein. Scheinbar nicht, hä?
Einen Moment bitte. Okay. Das alles? Versuchen wir mal einen Kombo damit. Huch. Oder vielleicht. Naja. Ja, warte, ich muss das gleich mal in der Kombo probieren. Oh. What the fuck? Oh Mist. Guck mal, der hat einen Arm. Ja, es ist. Mist, ja, ich bin jetzt richtig raus. Schlecht geworden, weil ich versuche... Und damit bin ich dran. Was zum Teufel? Tja. Das ist eine Scheißwaffe, mach die ganze Zeit nur diesen eine... Ich weiß. Versuch mal in der Combo was zu machen. Nee, ich mag die Waffe nicht. Ja, versuch mal, ob es in der Combo was dazu gibt. Nee, ich behalte jetzt die Waffe. Das ist auch die beste, da gehen wir auch gleich wieder zurück, aber ich möchte trotzdem die andere Waffe noch gesehen haben vorhin. Ja, du musst ja neue Skills kaufen. Ja, aber wenn die immer so langsam ist... Ja, die bleibt doch so langsam. Ich fände es gut, wenn jetzt solche Gegner einfach direkt zerschnitten werden. Wenn das so langsam wäre. Ja, dann wäre es ein bisschen zu einfach, aber... Wieso, ein bisschen... Guck mal, diese Scheißgegner da. Geht das noch nicht? Nee. Ah, okay. Muss nur noch warten, bis er blau ist. Ja. Ha, ha, ha. Jetzt geht's. Wunderschön. Juhu. Marad Jung, geh einfach weiter, lass die einfach mit Regen kommen. Knapp. Knapp. Na. Toll. Werbung für Wein. Kannst du mal bitte mal näher dran gehen, weil das interessiert mich jetzt schon. Was? An die Weinwerbung. Jetzt lass den Typen doch in Frieden. Was für eine Weinwerbung? A Taste of Denver. Hm. Komm mal näher dran, du Idiot. Ja. Ja, fast richtig. Nur näher dran. Tschüss, Boy. So, was für eine Weinwerbung. Dreh dich um. Da oben. Ach, da oben. Guck mal, jetzt bin ich wieder dran. Du hast ein Rating gekriegt. Ah, ah, ah. Was, bitte? Fuck off. Raiden, are you alright? I can handle this. You just get those brains out of here. And what will you do? Get out of here and to the launch site. Ah, the young ladies company, yeah? How fortunate they are in Colorado too. Yeah. Shouldn't take more than 2 hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If you are struck by one of those missiles, or... I know. Let me just worry about putting some distance between me and World Marshal. Taste of what's left of it. Guck mal, wir gehen gerade den Weg wieder zurück. Ist das Gebäude. Also eigentlich hat er uns im Kreis geflogen. Ja, war sehr nützlich. Soll ich kämpfen oder mich verstecken? Versteck dich mal mit. Ja, naja, zu spät. Sehr gut. Ach, sind die Mumus? Ja. Nicht weit verstehen. Die sind ja easy. Mach mal Rippermoos, sind die kaputt oder nicht? Ja, stimmt eigentlich. Warte. Mensch, der ist aber stärker geworden, der Junge. Okay. Huch. Ach, das sind stärkere Versionen, oder was? Weiß ich nicht. Ach, das sind jetzt die Kinderbrain-Versionen. Gehst du nochmal in den Ripper-Modus? Ja, ich hab's schon. Ja. Okay. Ja, das sind jetzt die stärkeren Versionen, ne? Ich weiß nicht. Ja, ja schon, siehst du ne? Wohl, die haben einen neuen Paint-Job. Ah, tatsächlich. Das fällt jetzt erst auf, oder wie? Ja. Ach, übrigens, wir haben unseren Paint-Job nicht übernommen, scheinbar. Nee, stimmt. Wir hatten uns auch eine Rüstung gekauft, aber... DLC Rot.
gemacht. Ja. Vielleicht funktioniert das einfach nicht. Oder vielleicht habe ich falsch drauf gedrückt. Weiß ich nicht. Vielleicht musste man es noch aus. Vielleicht habe ich im Geheimnis wieder geändert, weil Rot die Farbe des Hasses ist. Nein, nicht ganz. Nicht? Nope. Ich dachte, Rot war die Farbe des Hasses. Nein. Was denn dann? Die Farbe der Liebe. Bitte. Was ist denn die Farbe des Hasses? Deine Hautfarbe. So eine Unverschämtheit. Lila? Ja, lila. Mensch. Die halten was aus, du. Ja, die halten echt was aus. Au. Das war eigentlich jetzt schon Teabag, oder nicht? Das war die Teabag-Attacke. Teabagging. Au. Kannst du entweder aus deinen nächtlichen Aktivitäten oder... Oder gar nicht. Oder aus der Gaming-Community. Nein, weder noch. Aber du hast es ja noch nie gespielt. Richtig. Deswegen hast du keine Ahnung, was Teabagging ist. Richtig. In Multiplayer-Spielen, ich glaube in Halo wird das kultiviert. Wenn du jemanden gefragt hast, wie man so schön sagt, jemanden abgeschossen hast, gehst du auf den toten Körper und hockst dich hin und stehst wieder auf, hockst dich hin, stehst wieder auf, hockst dich hin. Das nennt man Teabaggen. Und es gibt diese Praktik tatsächlich in der Realität, in der Gay-Community, die du sicherlich gut kennst. Mhm. Ja, ja, ja. Gut. Auf jeden Fall, wenn ihr da neugierig seid, schaut doch einfach mal im Internet nach. Da gibt's immer was zu lachen. Euer He-Man. Das war ja gar nichts. Oh, verdammt. Ha, Leben verloren. Siehst du, ich bin gar nicht mal so undachtlich. Scheiße, ja, jetzt... Habe ich wenigstens den Ripper-Modus. Ja, das war's dann mit dem, ne? Jupp. Kommt mal runter da. Schieß ihn da einfach mit der Rakete ab. Schieß ihn mit der Rakete ab. Schießen mit der Rakete ab, Baby! No! Ich mach das auf die alte Art. Ich hab grad einen Ohrwurm von Wait in the Water. Kennst du das? Nö. Schade. Und wir erinnern uns, auch hier sind wir schon lang gegangen. Ja. Hier haben wir erkannt, dass auch Roboter Menschen sind. Du darfst. Und dass jeder Mensch innere Furcht besitzt. Und eigentlich gar nicht gegen Raiden kämpfen möchte. Als ich hier stand und Jetstream Sam mit mir sprach. Was will der? Ja, musst du zuhören. Nee, ich war gerade beschäftigt, ich war gerade in meinem Monolog. Und für den Monolog muss ich langsam durch die Gegend laufen. So, liebe Zuschauer, Sie erinnern sich. Wir waren hier. Langweilig. Okay. Hey, in Dokumente. Ich dachte, das wäre ein Stuhl. Ha! Ach so. Ein Meister der Verkleidung. Ist nicht, die sehen aus wie so eine Parkbank manchmal, so von Weitem. Ja, doch. Außer die haben so ein Icon. Naja, gut. Vielleicht bin ich auch nur einfach blind und doof. Entweder bin ich blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Das zweite. Okay. Yeah. Ich sehe, in diesem Raum habe ich keine Freunde. Nein. Hoch. Aber eine Wand. Ja. Danke, liebes Spiel. Denn in Schlauchlevels fühle ich mich am wohlsten. Und Room-to-Room-Fights finde ich auch immer am besten. Ja. Denn ansonsten wüsste ich ja auch gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Stell dir mal vor, es sind keine Gegner mehr da und ich weiß nicht, in welche Richtung ich jetzt soll. Oder ich kann in zwei Richtungen abbiegen. Oh Gott, übertreib's nicht. Weißt du, dann weiß ich ja auch nicht mehr, wo ich bin. Zwei Richtungen, nee, das ist viel zu viel. Eben. Wie soll man sich denn dann entscheiden? Exakt. Dann läuft man normalerweise einfach in die Mitte durch. Denkt man, okay, geheime Tür in der Mitte, ne? Das ist ein Attrakt. Geheime Türen auch noch? Ja, natürlich, weil die anderen beiden sind natürlich so... Sackgassen. Fallen. Oder das. Genau. Wenn man denkt, es kann doch nicht zwei Wege geben. Also zwei Wege und Geheimtüren. Ich glaube, du verlangst ein bisschen zu viel, ne? Ja, das ist recht. Also... Ja, aber hier hatten wir ja auch schon eine Geheimtür. Ja, stimmt. Ja? Echt? Ja. Ja, stimmt. Eine versteckte Tür in den Abgründen der Kanalisation. Abgründen. In den Tiefen der Kanalisation. So kann man es auch nennen. Warte mal, was wollte ich machen? Das.
Hey! Vielleicht nimmst du doch lieber das Schwert. Das war aber seltsam. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert hat. Naja. Egal. Gib mir mal eine Sekunde, ich möchte mal kurz. Ich muss es ausprobieren. Wow. Ist immer die gleiche Attacke, oder was? Ja. Okay. Sag ich ja, langweilige Waffe. Schade eigentlich. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, weil ich fand die super cool am Anfang. Die sind eigentlich alle scheiße, bis auf die Stangenwaffe. Ja, die Stangenwaffe fand ich auch von. War mir von Anfang an klar, dass ich die bis zum Ende des Spiels benutzen werde. Ja. Die ist halt der perfekte Ausgleich für die andere Waffe. Du bist gleich tot, ne? Kann ich nicht viel machen. Nope, ich bin dran. Ja, du hast immer schön die Gegner, die man aufschneiden kann. Ich sterbe einfach. Und keiner weint mir nach. Nee. Nun gut. Ja. Die lernen jetzt neue Tricks, die Wasser, oder? Ja. Gefällt mir aber. Auch wenn das Design wieder verwendet wird, ist trotzdem ein bisschen Abwechslung drin. Und so gehört sich das auch. Ansonsten fände ich das nicht so schön. Hello there. Ups. Was machst du denn? Das war ein Fehlgriff. Ja. Hast du bei deiner Geburt auch gesagt. Okay. Ja, hätte ich auch hingekriegt, ne? Ja, hast aber nicht. Nee, ich hab ja auch kein Dings. Und kein Leben. Und keine Zeit. Ja, ja. Der Gegner, der am Boden liegt, soll zerschnitten werden. Sagt ja auch schon der Herr Volksmund. Oh, wie viel denn noch? Das sind die fiesesten eigentlich. Ja, die sind einfach nervig. Ich habe lieber nur Sundowner, dass Sundowner jeden einzelnen von diesen Gegnern ersetzt. Das ist also, dass wir jetzt hier so 4 Sundowner hätten, als diese kleinen Scheißviecher. Weil die kleinen Scheißviecher, die greifen sich immer fest. Was war das? Wow, du bist der Stealth Master. Ja, das Ding da unten an mich. Dieser Panzer. Nee, das sind schon wieder diese. Oh, nee. Was sind wir? Aber das ist jetzt auch ein Upgrade, ne? Ja. Bisher. Naja, war ein Upgrade. Na gut, so upgraded war der jetzt auch nicht. Nope. Der war jetzt einfach nur bei Pimp My Ride. Und hat sich eine neue Lackierung reinmachen lassen. Yo, Dog. I heard you like tanks. So I put a tank on your tank. So you can drive your tank while you're driving your tank. Ja, wo ist der Arm? Tja, den hast du nicht richtig geschnitten. Toll. Jack the Ripper weiß. Beim Arm abschneiden, das ist schwierig. Darum macht man das lieber mit Organen. Denn das ist einfacher. Ach, ich find's wunderschön, wenn diese unsichtbaren Wände oder sichtbaren Wände hier. Ja. Die machen das Ganze einfach ein bisschen flüssiger, weißt du? Man fühlt sich nicht so, als muss man immer so das Spiel fragen, darf ich jetzt spielen? Darf ich weitermachen? Nee, es ist die Flüssigkeit kommt rein. Oh. Vorsicht. Der Wicht, hast du gesehen, der wollte ich kneifen. Der wollte mich nur umarmen. Der wollte ich in den Hintern kneifen, wollte der. Wow. Töte sie alle. Ja. Yeah. Oh. Tja, mein Freund. Regel Nummer 1 in Comedy. Timing. Richtig. Und er hatte sie nicht. Nope. Ein Geheimgang. Das ist mir jetzt schon zu viel, ne? Ja, das überfordert manchmal schon, ne? Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, hier ist eine Kiste. Ja, aber... Wir müssen doch dem Zeichen folgen. Ja, tun wir jetzt auch. Ja, warum tun wir es nicht direkt? Das ist zu viel für dich. Ja. Cutscene! Hier, du bist dran. Ja, yeah, ich mach die Cutscene, danach bist du wieder. Nee, danach bist du weiter dran. Guck mal, ich spiele das. Mhm.
Boah. Technik. Right. Ja. Yeah. Nice. Batmobile. Oder so ähnlich. Nee, nicht wirklich. Nicht? Das ist ein Motorrad. Das ist ja perfekt. 20 Autos und wir nehmen das. Nice. Das ist perfekt. Okay. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich auch schon wieder über 20 Minuten. So, habe ich das Kapitel geschafft. Das war ein Kurzkapitel ohne Boss. Und trotzdem sind wir schon bei 23 Minuten. Ja gut, das habe ich absichtlich. Ich bin ja zweimal gestorben, damit wir das Kapitel auf 20 Minuten raufkriegen. Ja, dann machen wir den Bossfight im nächsten Part, würde ich sagen. Genau. Habt ihr leider Pech. Ist es eine enttäuschende Folge, aber dafür erzählt euch Rocky jetzt eine lustige Geschichte in 10 Sekunden. Nein. Okay, ja, Srock möchte euch leider enttäuschen, deswegen... ich bereite das nächste Mal eine vor. Ja, na klar. Ja. Ja, wir werden niemals eine Geschichte von ihm hören. Natürlich. Niemals. Doch. Euch einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schöne Grüße.